Ja, schönen guten Morgen. Es ist Tag der Eröffnung und wir befinden uns auf einem der ersten Vorträge der besten MMCD aller Zeiten. Einige von euch haben eventuell schon das WLAN gefunden und sich eventuell auch schon verbunden. Dabei werdet ihr festgestellt haben, dass wir diesen komischen Standard namens WPA2 Enterprise verwenden. Vielleicht hättet ihr noch die paar Sekunden warten sollen, denn Striefel wird euch jetzt erzählen, ob das wirklich eine gute Idee war, dieses WLAN zu verwenden oder ob ihr nicht vielleicht auch auf euren eigenen Hotspot hättet setzen sollen. Striefel! Ja, guten Tag. Genau, ich bin heute hier, um ein wenig über WPA2 Enterprise zu reden. Genau. Wir sind jetzt hier irgendwie in der Uni, gerade wurde schon angekündigt, irgendwie, dass das WLAN der MMCD basiert auch irgendwie auf so einem WPA2 Enterprise. Wer von euch hat sich denn schon einmal versucht, mit einem WPA2 Enterprise zu verbinden? Ja, das sind ja doch glücklicherweise die meisten. Die meisten von euch haben vielleicht irgendwie so einen Prompt in der Richtung erwartet. Man hat irgendwie einen Benutzernamen, man hat ein Passwort und dann tippt man das da ganz schön ein und am Ende ist man verbunden. Wer von euch stand denn jetzt schon mal vor so einem Prompt und fragte sich, was da wo rein muss? Ja, das sind ungefähr die gleichen. Lustig. Genau. Und so ungefähr, was da jetzt passiert, wenn man da Dinge eintippt und was da im Hintergrund passiert, darüber werde ich jetzt ein wenig reden. Genau, als erstes so ein bisschen so, wie funktioniert das überhaupt? Dann, welche modernen Methoden gibt es, mit denen man das irgendwie alles etwas besser machen kann als früher? Und am Ende noch so ein bisschen ein Use Case, für was man denn eigentlich WPA2 Enterprise einrichten könnte. Ganz kurz über mich. Ich bin Striefel, ich bin 20 Jahre alt, studiere irgendwie Informatik in Dortmund. Ich mache irgendwie ganz viele so Administrationsdinge und als Nebenjob Netzwerk- und IT-Dinge, wo jetzt auch das irgendwie so ein bisschen rausgewachsen ist, weil man dann mal überlegt hat, oh, lass uns doch mal ein WPA2 Enterprise aufsetzen, das geht doch einfach. Okay, eine naive Vorstellung. Genau, für die jetzt, die sich eben nicht gemeldet haben, was ist überhaupt Enterprise Wi-Fi? Im Endeffekt verbinden wir uns einfach zu dem WLAN, nicht nur mit einem Passwort, sondern wir verbinden uns mit Benutzername und Passwort. Alle User in diesem WLAN kriegen irgendwie eigene Zugangsdaten meistens und das verhindert halt, dass man irgendwie im Gegensatz zu so einem normalen WPA2, WPA3, was man zu Hause hat, nicht ein Passwort mit allen teilt. Und in einer naiven Vorstellung denkt man dann vielleicht, das funktioniert irgendwie so. Wir haben irgendwie ein Gerät, das verbindet sich irgendwie zu einem Access Point, der halt dieses WLAN ausstrahlt. Irgendwie geben wir diesem Access Point über das WLAN einmal Username und Passwort mit. Der schickt das an irgendeine Datenbank, gleicht das ab, kriegt zurück, ja, ja, das ist okay und lässt uns ins WLAN. Wie sieht das Ganze denn wirklich aus? In Wirklichkeit ist das Ganze etwas komplexer. Und zwar haben wir dann noch so einen Radius-Server drin. Ich weiß nicht, viele von euch haben vielleicht schon mal von Radius gehört. Das kriegt man mal so mit und weint dann ein wenig. Im Endeffekt ist das halt einfach nur ein Server, der jetzt zwischen unserer Datenbank sitzt und zwischen unserem Access Point. Dann geht man jetzt halt hin und sagt, okay, wir verbinden uns mit dem Access Point. Der Radius-Server kriegt Username und Passwort-Hash, wie man da jetzt sieht, weil es ist ein altes Protokoll. Früher hatte man keine Transport-Encryption, also hat man das Passwort direkt gehasht. Der gleicht das Ganze ab und kriegt dann irgendwie okay zurück und gibt dann an den Access Point weiter. Wir haben da irgendwie diesen Zwischenschritt drin, der so ein bisschen unnötig wirkt, aber im Endeffekt haben wir dadurch halt irgendwie ein Protokoll, was das irgendwie fest definiert. Genau. Was sind daran jetzt irgendwie Probleme? Einmal ist das viel komplexer, als was man sich so am Anfang gehofft hat, dadurch, dass eben da noch so ein Radius-Server drin ist. Wir haben diesen Passwort-Hash. Dieser Passwort-Hash muss im Endeffekt mit dem Client kompatibel sein, wenn wir ein Passwort-Hash am Ende speichern wollen. Ansonsten haben wir natürlich die Möglichkeit, das Klartext-Passwort einfach in der Datenbank zu hinterlegen, uns das selber zu hashen, dann sind wir plötzlich wieder mit jedem Client kompatibel. Das ist aber vermutlich eher blöd, wie die meisten von euch wissen, und das machen wir auch in der Webentwicklung nicht mehr. Warum sollten wir das also bei WLAN noch so machen? Und dann, wo wir eben waren bei diesem schönen Prompt mit dem Login, viele von euch hatten da vielleicht auch schon mal Spaß, das richtige Zertifikat rauszusuchen, was jetzt mit dem WLAN gerade funktioniert. Genau. Wie lösen wir diese Probleme jetzt? Als erstes gibt es da ein Protokoll, das nennt sich TTLS. Das ist Tunnel TLS. Das ist in RFC 5281 definiert. Und
Was das tut, ist, dass es eine Verbindung von unserem Endgerät zu dem Radius-Server aufbaut, über diesen Access Point, und das direkt ein TLS-Tunnel ist. Das heißt, wir können im Endeffekt, wie auch bei irgendwie Web, bei einer HTTPS-Verbindung, haben wir einen direkten Tunnel zum Server. Alles, was wir jetzt darüber senden wollen, in dieser Data-Phase, nachdem der Handshake und so passiert ist, nachdem wir Zertifikate ausgetauscht haben, alles, was wir da senden wollen, ist im Endeffekt transportverschlüsselt, wie es auch bei HTTPS der Fall ist. Das ist natürlich cool, weil ähnlich wie bei Webentwicklung können wir jetzt einfach Username und Passwort im Klartext senden, weil es ist transportverschlüsselt, der Server kriegt das eh mit und der Server kriegt das auch bei jeder Webanwendung quasi mit und deswegen senden wir das jetzt einfach im Klartext über diesen verschlüsselten Tunnel. Der Access Point kriegt da nichts mit, alle anderen Clients können das irgendwie nicht abfangen oder wenn sie das abfangen, haben sie halt nur irgendwie diese TLS-Verschlüsselung. Genau, das löst folgende Probleme. Wir können unser Passwort am Ende so hashen, wie wir wollen. Wir kennen in unserer Endanwendung, wo wir das Passwort überprüfen, kennen wir das Passwort. Das heißt, wir hashen uns das dann so, wie es uns gefällt und können das am Server gehasht speichern, wie es uns gefällt. Das heißt, da wäre dann auch plötzlich sowas wie ein Bcrypt möglich oder so, wo halt auf keinen Fall irgendwie alle Endgeräte für eine Implementation hätten. Und wir sparen uns diese komplexen Passwortaustauschprotokolle. Ich weiß nicht, wer da schon mal sich irgendwie angeguckt hat. LDAP tut das ja zum Teil auch und so, dass man da irgendwie dann ein MSHAP-V2 macht und das ist irgendwie alles wieder deutlich komplexer, als es sein müsste. Wir senden einfach Username und Passwort. Okay, jetzt haben wir irgendwie diesen Radius-Server da. Da gibt es natürlich auch irgendwie verschiedene Implementationen. Da gibt es natürlich einen von Microsoft. Wir wollen potenziell Free Radius verwenden, das sind Open Source Radius Server. Und der Sinn dieses Radius Servers ist jetzt im Endeffekt, wir haben das Passwort über diese TTLS-Verbindung nun zu diesem Radius Server gekriegt. Was machen wir jetzt mit diesem Passwort? Wie gleichen wir das ab? Und da bietet uns Free Radius quasi alle Möglichkeiten. Man kann da jede Menge Backends anschließen, da kann man auch direkt irgendwie eine Datenbank hinterhängen, da kann man ein LDAP hinterhängen, da kann man theoretisch einen weiteren Radius Server hinterhängen. Also sowas ist da möglich. Das Ganze ist sehr groß und sehr komplex. Es ist irgendwie eine riesen Config-File. Irgendwie erstmal zu verstehen, was man da eigentlich konfigurieren muss, braucht dann auch ein wenig. Es bietet aber tatsächlich sehr gute Debug-Möglichkeiten. Gerade wenn wir jetzt irgendwie noch diesen TLS-Tunnel haben und am Ende verstehen wollen, okay, wo ist das jetzt schief gegangen, warum können wir uns nicht verbinden? Dann zeigt er uns einmal alles an, was passiert ist und wir können das irgendwie genauer debuggen. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal an, wie können wir das jetzt irgendwie weiter mit unserer Software verbinden. Wir haben jetzt irgendwie eine Software, wir haben eine Datenbank, in der liegen irgendwie Username und Passwörter. Wir wollen jetzt sagen, okay, die dürfen sich im WLAN anloggen, wie überprüfen wir das? Da gibt es zum Beispiel ModRest, das ist halt einfach dann ein Modul für Free Radios. Und da können wir einfach eine beliebige HTTP-API anbinden. Das heißt ModRest, aber es nimmt einfach alle HTTP-APIs. Es hat eine recht simple Config, wie wir gleich sehen werden. Es ist aber furchtbar schlecht dokumentiert. Und das ist potenziell auch irgendwie auf dieses ganze Themenkomplex irgendwie valide. Ist sehr viel ist da irgendwie eher mäßig dokumentiert. Besonders, wenn man irgendwie vorher noch gar nichts gehört hat und dann plötzlich dieser TTLS-Tunnel irgendwo herfällt. Aber das tut er ja auch nicht immer, weil es gibt ja auch Möglichkeiten ohne. Und all sowas. Genau, das Ganze sieht dann so aus. Wir haben irgendwie in Radius, beziehungsweise in Free Radius, eine Authorize und eine Authenticate-Phase. Bei der Authorize-Phase geht Free Radius hin und fragt einmal alle unsere Backends ab, hey, kennst du diesen Username? Kann ich den mit dir authentifizieren? Und in dem Fall schicken wir dafür einfach einmal nur den Username rüber an unsere HTTP-API und wir returnen dann irgendwie ein Auth-Type REST. Das heißt, ja, hier übrigens, die Authenticate-Phase machst du übrigens auch über mich. Ich weiß, wie das geht. Ich kenne den User. In der Authenticate-Phase möchten wir dann halt irgendwie das Passwort noch mitschicken. Das können wir einfach irgendwie als JSON kodieren. Und dann können wir dann eben, nachdem das passiert ist, returnen wir ein 200. Das heißt für Free Radius, okay, der User ist authentifiziert, der darf rein. Und wir können dann weitere Optionen zurückgeben. Das ist auch so ein ganz cooles Feature von Enterprise Wi-Fi, dass wir halt genaue Optionen für jeden User haben.
Wir können halt sagen, okay, diese Person soll in folgenden virtuellen Netzwerk sein. Das ist halt sehr nützlich, wenn man irgendwie ein internes Netzwerk hat und ein irgendwie weniger internes. Man möchte irgendwie, dass bestimmte Personen nur auf bestimmte Server oder so zugreifen dürfen. Insofern geben wir da jetzt irgendwie diese drei Optionen zurück. Dabei heißt einmal Tunnel Type, dass es sich um ein VLAN handelt, also um ein virtuelles LAN. Das ist einfach ein Standard für eben diese getrennten Netzwerke. Tunnel Medium Type heißt, dass es sich da im Endeffekt um ein Ethernet-Netzwerk handelt, was ganz lustig ist, weil dieses Protokoll ist so alt, dass man dem das eben mitgeben muss. Und das unterste ist dann irgendwie unsere VLAN-ID. Da nehmen wir einfach unsere ganz normale VLAN-ID. Der Access Point braucht natürlich im Endeffekt dann Zugriff auf dieses VLAN, aber der wirft dann einfach das weiter. Okay, was für Probleme lösen wir damit? Wir haben unseren Radio-Server jetzt nur noch als Gateway, der nur noch vermittelt zwischen unserer Anwendung, wo wir einfach nur eine Standard-HTTP-Schnittstelle bereitstellen müssen. Das kriegen wir irgendwie hin. Und diesen Access Points. Wir brauchen keinen Radius zu implementieren und der Radius-Server muss nicht viel denken. Und es existiert da irgendwie nur als Gateway. Okay. Dann hatten wir eben noch den dritten Punkt, Zertifikate. Der ist leider nicht so einfach zu lösen. Im Endeffekt gibt es da keinen aktiv genutzten Standard, mit dem wir das Problem irgendwie verschwinden lassen können. Diese TLS-Verbindung spätestens braucht irgendwie ein Zertifikat, damit wir die authentifizieren können. Wir wollen ja nicht einfach mit jedem Access Point, der diesen WLAN-Namen hat, dem einmal unser Username und Passwort im Klartext senden. Wir können da jetzt auch einfach irgendwie wieder auf Dinge von der Webentwicklung zurückgreifen und wir nehmen uns da irgendwie ein Let's Encrypt-Zertifikat, geben das unserem FreeRadius und der macht dann halt diese TLS-Session mit diesem Let's Encrypt-Zertifikat. Das Problem ist, wir können nicht ein Zertifikat auf eine WLAN-SSID ausstellen lassen. Zertifikat ist im Endeffekt halt aus der Webentwicklung und das haben wir immer auf einer Domain. Unser WLAN-Netzwerk hat aber keine Domain. Der Trick dabei ist, und das unterstützen auch viele Clients mittlerweile, dass wir eben sagen, okay, dieses WLAN nehmen wir jetzt mal als diese Domain an. Wenn du ein valides Zertifikat kriegst, was vernünftig gesigned ist von irgendeiner CA, was diese Domain hat, dann ist das okay. Das geht auch in Linux recht gut. Das geht irgendwie in iOS, wenn man so ein paar extra Steps macht und da eine Config-Datei hinschickt. Das wird aber teilweise besonders bei Windows und so ein bisschen nervig. Insofern ist das leider nichts, was sich so super einfach lösen lässt. Aber irgendwie dann akzeptabel zumindest. Okay, jetzt habe ich so ein bisschen darüber geredet, dass man da irgendwie recht moderne Dinge dran werfen kann, dass das irgendwie funktioniert, wenn man das will. Wofür kann man das denn jetzt nutzen? Wer von euch hat schon mal irgendwie ein Captive-Portal in einem Hotel oder so verwendet? Ja, das sind auch fürchterlich viele, mein Beileid. Im Endeffekt sind das diese coolen Portale, wenn wir uns mit dem unverschlüsselten WLAN vom Hotel verbinden, die dann aufploppen und uns nach Zimmernummer und Nachname fragen. Das ist halt leider kein einheitlicher Standard. Sie werden recht einheitlich verwendet mittlerweile, aber es ist nicht fest definiert. Da passieren irgendwie ganz hacky Dinge im Hintergrund und da wir in einem offenen WLAN sind, ist da meistens mittlerweile auch keine Verschlüsselung hinter. Dann lass uns das Problem doch mal mit Enterprise Wi-Fi lösen. Wir nehmen irgendwie unser TTLS, haben da irgendwie unseren Tunnel, nehmen dann PUB, das heißt einfach, dass wir das Passwort im Klartext durchschicken. Wir nehmen jetzt mal an, unser tolles Hotelverwaltungsprogramm hat da eine extra API für und wir beschließen irgendwie, Username ist der Zimmernummer, Passwort ist der Nachname. Das ist ein bisschen schrecklich, weil das ist natürlich irgendwie doch recht einfach zu erraten, aber es ist ja nicht schrecklicher als aktuell, weil es wird jetzt ja auch schon so gemacht. Was hätten wir dadurch für Vorteile? Wir hätten irgendwie einen einheitlichen Standard, den die Geräte implementieren. Dies WPA2 Enterprise. Wir haben die ganze Zeit eine geschützte Übertragung. Das ist natürlich heutzutage mit HTTPS und so eher weniger wichtig, weil eher das meiste geschützt übertragen wird, aber trotzdem möchten wir ja doch auch die Verbindung zum Access Point möglichst geschützt haben. Wir sparen uns diese ganzen blöden hacky Captive Portals, die da irgendwie aufploppen und unser Login bleibt auf dem Gerät dauerhaft gespeichert.
Und wir müssen nicht davon darauf hoffen, dass das Captive-Portal heute mal nicht vergessen hat, was unsere MAC-Adresse ist. Das bringt tatsächlich aber halt auch einfach ein paar Nachteile. Wir haben irgendwie eine deutlich kompliziertere Konfiguration auf manchen Geräten, wie man eben auf dem Linux-Screenshot gesehen hat. Und was jetzt bestimmt auch fürchterlich viele Leute stört, ist, dass wir halt irgendwie keine Möglichkeit haben, eine Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen zu enforcen. Könnt ihr jetzt argumentieren, okay, wir öffnen jetzt in dem Enterprise Wi-Fi ein Captive Portal, aber dann können wir uns das auch irgendwie wieder komplett sparen. Okay, nochmal so ein bisschen zusammenfassend. Also dieses Enterprise Wi-Fi ist irgendwie ein total komplexer Aufbau aus irgendwie mehreren Protokollen, die da miteinander reden, damit es eben am Ende hoffentlich halbwegs klappt. Wir können allerdings irgendwie diese neueren Standards, die auch von eigentlich allen modernen Geräten unterstützt werden, das heißt über Windows 7, nutzen. Das heißt, wir machen irgendwie ein TTLS, werfen da ein Klartext-Passwort durch, wir nehmen irgendwie einen Free-Radius-Server und wir werfen zum Beispiel ModRest oder irgendwie ein anderes Modul da drauf, um das mit unseren Daten abzugleichen. Okay, das wäre es von mir soweit. Wenn es noch irgendwie Fragen gibt, gerne. Drückt euch ein Mikrofon in die Hand. Da. Ach so. Inwiefern unterscheidet sich das Protokoll bei FreeRadius von Radius? FreeRadius ist nur ein Server, der das Protokoll implementiert. Also da gibt es eben unterschiedliche Server. Es gibt den von Microsoft, ich glaube Microsoft Radius Server oder so. Es gibt auch noch irgendwie ein paar andere, also zum Beispiel Authentic kann, glaube ich, auch Radius, aber FreeRadius ist halt irgendwie ein Server, der Radius implementiert, der das recht ordentlich implementiert und nach Spec implementiert und den wir eben für diese ganzen Späße nutzen können. Jo, wenn es dann keine weiteren Fragen gibt, es kann ja sein, Entschuldigung, mal hier. Okay, vielleicht habe ich gerade kurz geschlafen, aber du sagtest, das Thema TLS und Zertifikate ist nicht gut umsetzbar, also gerade mit Windows und iOS. Wie mache ich das im Hotel dann? Also ich meine, da habe ich ja im klassischen Fall Windows und iOS. Ja, die also iOS ist tatsächlich halbwegs lösbar, indem wir eben diese Config-Datei einfach verteilen. Die Zertifikate zu enforcen, ist nicht reliably möglich. Wir müssen halt potenziell dann darauf vertrauen, dass ein User, eine Userin hingeht und die Domain liest und sieht, okay, die ist vom Hotel und auf OK drückt. Das ist nicht perfekt. Wie gesagt, dieses Zertifikatthema ist auch irgendwie ein bisschen störend an dem Ganzen. Aber andererseits ist es halt im öffentlichen WLAN gar nicht verschlüsselt, also könnte man argumentieren, das macht das zumindest irgendwie ein wenig besser. Und unsere Daten werden ja auch nicht über dieses Zertifikat verschlüsselt. Das ist im Endeffekt nur dieser TTLS-Tunnel mit dem Login. Jetzt würde ich argumentieren, das Login ist schon wichtig. Ja, natürlich. Die Frage ist tatsächlich, das sieht nicht aus, als wenn das irgendwie praktikabel wäre für unkontrollierte Umgebung. Also ja, wenn du jetzt den Job hättest, mach das da mal. Was wäre deine Wahl? Erstmal abgesehen jetzt davon, dass das ja halbwegs funktionieren würde, aber würdest du auch WPA Enterprise nehmen oder würdest du sagen, komm drauf und mach ein Portal hin? Ich meine, vermutlich würde man an dem Punkt halt irgendwie das nehmen, was halt leider aktuell ein Standard ist, dieses Captive Portal nehmen, weil es funktioniert ja halbwegs akzeptabel. Ich hätte Spaß, das andere auszuprobieren. That's the spirit. Ich glaube auch, dass es umsetzbar ist, auch von den Zertifikaten her. Man braucht halt potenziell dann tatsächlich irgendwie so ein bisschen Anleitung. Und das ist in einem Hotel eher unpraktisch. Das ist korrekt. Ja. Aber cool, also tatsächlich für mich war das jetzt mal eine wichtige Information, auch wo die Grenzen sind. Ne? Von daher, vielen Dank. Ich bin schlauer geworden. Gibt es da Bestrebungen von Herstellern und anderen Organisationen, das Ganze einfacher zu machen, dass dieses ganze WPA Enterprise-Zeug leichter zu verwenden wird? Ich weiß es nicht genau. Es gibt noch irgendwie so einen anderen Standard,
der da jetzt reinkommt, der aber, glaube ich, noch nicht so richtig viel implementiert ist. Es gibt natürlich im Endeffekt ist die, also okay, nein. Das Feld, was man unter Linux irgendwie als Eingabefeld hat, hat halt super viele Optionen. Die meisten Hersteller lassen die Option einfach weg und zeigen einen Username und Passwortfeld an. Und im Hintergrund handelt dann irgendwie unser Gerät mit dem Radioserver aus, welches Protokoll darüber gesprochen wird. Das ist, um ehrlich zu sein, deutlich einfacher als die Config unter Linux. Das ist vielleicht ein bisschen mehr Aufwand für die Person, die den Radioserver aufsetzt, weil im Endeffekt muss ich jetzt dafür sorgen, dass der tatsächlich dieses Protokoll immer nimmt und das auch tut. iOS zum Beispiel ist da so ein bisschen zickig, aber wenn man da einmal die Config richtig hält, dann funktioniert das auch, die handeln das aus und mit nur Username und Passwort kommen wir rein. Dann kommt halt so ein Prompt, hier übrigens dieses Zertifikat ist unter dieser Domain, möchtest du dem vertrauen? Dann klickst du auf Vertrauen und bist drin. Das ist halt besser als diese so lange Page. Also es wird schon ein bisschen dran gearbeitet. Aus meinem Gefühl, ich weiß jetzt von keinen irgendwie gröberen Änderungen. Aber das heißt nicht, dass es die nicht geben kann. Vor ein, zwei Jahren gab es nochmal im Kontext von diesen Captive Portals die Idee von der IETF, glaube ich, irgendeinen neuen Standard zu verabschieden, dass auf alle Fälle immer ein verschlüsselter Tunnel zwischen dem Endgerät und dem Access Point aufgebaut werden soll. Ist das irgendwie vorangegangen? Und Bonusfrage, falls das vorangegangen ist, wäre sowas auch mit WPA Enterprise kombinierbar, sodass man zumindest mal dieses TLS-Problem ein Stück weit irgendwie aus den Rippen hat? Ja, soweit ich weiß, kann man das produktiv nutzen. Dieses, ich glaube, Opportunistic Encryption, das halt irgendwie ein offenes WLAN-Netz dann doch Encryption zum Access Point macht. Der TTLS-Tunnel ist eben nicht nur die Verbindung zum Access Point, er ist halt direkt die Verbindung zum Radius-Server. Man kann in Radius auch hingehen und sagen, schicke einfach das Passwort immer im Klartext drüber. Das wird nicht mehr unbedingt von allen Endgeräten supportet, weil die das eben dann als unsicher ansehen. Das ist eine Möglichkeit. Ich behaupte, die Authentifizierungsphase ist vermutlich sowieso schon zum Access Point verschlüsselt. Aber genau, ja, man möchte halt dieses TTLS, damit dann zum Radius-Server wirklich die Zugangsdaten sicher sind. Jo, ich sehe keine weiteren Hände. Insofern vielen lieben Dank, Striefel. Und falls ihr noch Fragen habt... Applaus